Hi du siehst wieder, ich bin draußen. Ich bin für Aldi Süd unterwegs und zwar bin ich hier beim Spargelbauern in Walbeck. Ich zeige dir heute, wie der Spargel gestochen wird, verarbeitet wird, verpackt wird und du den nächsten Tag frisch in der Aldi Süd Filiale kaufen kannst. Und ja, wenn du mal sehen willst, wie das geht, dann sollst du jetzt unbedingt dranbleiben. Heute bin ich für Aldi Süd auf einem Spargelhof. Wir zeigen dir heute einmal, wo der Spargel herkommt, den du bei Aldi Süd kaufen kannst. Und ich bin heute bei Michael Allofs auf dem Spargelhof und du stehst stellvertretend für eine Kooperative aus ganz Walbeck und verarbeitest das hier für Aldi Süd. Also die Walbecker Spargel hier in unserer Region wird produziert von mehreren Produzenten, die diesem Walbecker Spargel-Gremium angeschlossen sind. Ja. Und wir sind dafür zuständig, den Spargel halt eben hier schälen mit der Schälanlage und halt eben auch zu verarbeiten und den dann tagesfrisch nach Aldi Rheinberg zu transportieren. Ah, okay. Und dann, wenn du heute den Spargel schälen lässt und verarbeiten lässt, dann ist der morgen in der Filiale? Genau. Wir sind jetzt hier beim ersten Schritt nach dem Stechen, nach dem Wässern. Und was wird hier gemacht? Hier wird der Spargel verarbeitet, heißt, er wird hier sortiert an der Sortieranlage und fällt dann in die einzelnen dafür vorgesehenen Fächer. Ja. Und da wird der Spargel halt eben in die Kisten gelegt und wird dann halt eben ins Kühlhaus gesetzt. Okay. Und dort hinten ist eine Maschine, die scannt den Spargel. Genau. Richtig. Also da hinten ist eine Kamera drin und diese Kamera geht hin und der Spargel rollt quasi so eine Schiene runter und während des Rollprozesses schaut die Kamera sich jeden einzelnen Spargel an und vermisst den auf der Stangendicke, die Stangenlänge, der Krümmungsgrad der Stange und die Verfärbung. Es gibt ja nicht nur weißen Spargel beim Weißspargel, sondern auch leichte Verfärbungen ins Violette. Ja. Das erkennt die Kamera und dann geht die Kamera hin und meldet an den Computer, welche Stange es ist. Ja. Und nach diesen Parametern fällt die Stange dann in das jeweilige Fach. Okay, ist gut zu wissen. Vorher werden aber noch ein paar Endstücke abgeschnitten. Genau, richtig. Der Spargel wird hier vorne aufgelegt, wird dann einzeln vereinzelt in diese Fächer gelegt und dann unter der Maschine ist dann halt eben ein Messer, was die Endstücke abschneidet. Einmal kurz erklären, was wir jetzt hier gemacht haben, was gemacht wird bei dieser Maschine, weil die jetzt auf ist. Genau. Also hier sieht man dieses Abschneidemesser, was halt eben die Endstücke vom Spargel abschneidet und den Spargel dann weiter befördert wird in die Richtung Kamera. Okay, nachdem die Maschine den Spargelstand gescannt hat, dann kommen die ja dann anschließend hier in die verschiedenen Fächer. Richtig. Wie gesagt, die Maschine oder der Computer erkennt, welche Stangendicke, welche Stangenstärke wir haben und legt die Spargelstangen dann in dem Moment in die jeweiligen Fächer ab, nach Stangendicke, nach Länge und eben Top-Qualität. Ah, okay. Also hier verpackst du dann und deine Mitarbeiter verpacken den Spargel dann, der aus der ganzen Kooperative ankommt. Genau. Das ganze Wald weg hier und was wird als erstes gemacht? Wird alles eingewogen? Genau. Also, die ersten Damen nehmen aus den Drehstapelboxen den Spargel raus, wiegen den mit 500 Gramm Einwaage, wiegen den ab und bringen den Spargel dann halt eben zu der Einschweißmaschine, die die Pakete halt eben dann mit der Siegelfolie einschweißen. Okay. Man sieht halt so aus. Und das ist jetzt auch für Aldi Süd zum Beispiel. Das ist für Aldi Süd. Das geht heute noch nach Rheinberg. Ja. Und dort sind halt eben 500 Gramm Walbecker Spargel drin. Okay.
Der ist schon geschält? Der ist schon geschält. Der ist vorher natürlich geschält worden. Ja. Und wird halt eben in Kartons mit so 10 Stück verpackt. Und verpackst du hier nur 500 Gramm oder auch andere Gramm? Wir verpacken auch andere Schalen. Wir verpacken auch die 250 Gramm Schale. Ja. Das wäre dann für Aldi in Langenfeld. Ja. Und dort wird der Schal dann auch denen geliefert. Ach, okay, super. Oder abgeholt, je nachdem. Mhm. Okay, super. Danke.